Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Shop-Video und jetzt wird sich der Shop auf jeden Fall aktualisieren und ich bin mal mega gespannt, was wir erhalten werden, Freunde. Oh, jawoll, Leute, wir haben auf jeden Fall wieder neue Skins hier am Start, aber bevor wir dazu kommen, würde ich erstmal sagen, wir kommen mal zu den täglichen Gegenständen und zwar, Freunde, haben wir dort den Knight Rider für 1500 V-Bucks, feiere ich den Skin auf jeden Fall, er war auch recht selten im Shop eigentlich, den hat auch nicht jeder und ich finde den eigentlich mega cool. Dann, Freunde, haben wir hier Blenden für 1200 V-Bucks. Kann man sich auch gerne geben, aber ich finde, die sind schon ein bisschen leicht ausgelutscht, da denn schon fast jeder zweite Fortnite-Spieler besitzt, weil der halt einfach, an einer bestimmten Zeit mega, mega gehypt war. Deshalb werde ich mir das Ganze jetzt auch nicht kaufen. Dann, Freunde, haben wir hier Stage Dive für 800 V-Bucks. Ich finde den Gleiter absolut hässlich, deswegen werde ich mir das auf jeden Fall nicht kaufen. Dann, Freunde, haben wir Pop-Sternchen. Ist auf jeden Fall ein Emote, der super, super laut ist. Deswegen gehen wir hier schnell wieder weg, aber für 800 V-Bucks ist schon ganz lustig und man kann sich den geben. Eine der coolsten Spitzhacken, die so in den letzten Zeiten rausgekommen ist, Freunde, ist auf jeden Fall der Leuchtstab. Ich finde, der macht ein mega cooles Geräusch, wenn man damit schlägt. Und für 800 V-Bucks ist das wirklich ein fairer Preis und das kann man sich auf jeden Fall geben. Dann, Leute, haben wir hier wahre Liebe für 200 V-Bucks. Kann man sich auch geben, finde ich voll in Ordnung, Leute. Ist eigentlich ganz cool. Jetzt kommen wir mal einfach zu dem neuen Skin hier. Und zwar ist der neue Skin Vertex, Freunde, kostet 2000 V-Bucks. Und ich war eher skeptisch über diesen ganzen Skin und ich muss ehrlich sagen, Freunde, der Skin ist brutal geil. Der Rucksack sieht auch richtig geil aus, deswegen wird sich das Ganze hier safe gegönnt. Also mega geiler Charakter, ohne Witz, ist richtig, richtig fresh. Dann, Leute, hat der Charakter hier, boah, ich war fast blind, Alter. Man sollte jemanden vorwarnen, Leute, achtet mal da drauf. Als ich hier drauf gegangen bin, war das, boah, habt ihr das gesehen, Leute, wie rot das jetzt hier auf einmal wird. Alter, das hat mich gerade voll irritiert. Aber auf jeden Fall, Leute, kostet er 800 V-Bucks und er sieht echt voll cool aus, Alter. Fortnite hat mal wieder richtig coole Sachen rausgehauen, deshalb wird sich das Ganze ja auch safe gegönnt. Und natürlich, Freunde, gibt es hier auch eine Spitzhacke für 800 V-Bucks, sieht auch richtig geil aus. Deshalb, Freunde, gönne ich mir das auch jetzt hier. Ich habe mir wirklich das Komplettpaket gegönnt, habe ich lange nicht mehr gemacht. Finde ich aber auf jeden Fall mega cool, Leute, kann man sich auf jeden Fall geben. Ich würde sagen, da ja so viele Leute immer wollten, dass ich den Skin nochmal kurz ingame zeige, gehe ich einfach mal jetzt hier in eine Solo-Sitzung und zeige euch den ganzen Skin. Ihr könnt natürlich währenddessen gerne die Videobeschreibung auschecken. Dort vorne findet ihr super günstige PSN, Xbox und Steam-Karten für V-Bucks. Dort ist beispielsweise so, dass ihr statt 10 Euro 9 Euro zahlt, statt 25 Euro zahlt ihr 22 Euro und ab 50 Euro könnt ihr bis zu 10 Euro sparen. Schaut einfach doch mal gerne unten in die Videobeschreibung rein. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall in eine Sitzung. Hoffentlich dauert es nicht lang, Freunde. Und was ich noch nebenbei erwähnen kann, das Gewinnspiel, was derzeit bei mir läuft, wo ihr nur liken müsst, Abonnent sein müsst und natürlich die Glocke aktiviert haben müsst, das, Freunde, endet am 30. Das heißt morgen. Das ist eure letzte Chance. Lasst mir gerne einen Daumen da, alles drum und dran machen. Von der näheren Information findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt auf jeden Fall 12x25 und 40x10 Euro Guthabenkarten gewinnen. Also checkt das Ganze gerne mal aus. Hier haben wir auf jeden Fall den Charakter, Freunde. Wir schauen uns den gleich nochmal ein bisschen genauer an. Deshalb würde ich sagen, wir schauen uns natürlich auch den Gleiter an, alles drum und dran, deswegen wird das jetzt ein bisschen dauern. Aber viele Leute haben sich das, wie gesagt, gewünscht, deswegen gehe ich einfach auf die Wünsche von euch ein. Denn umso mehr ich auf eure Wünsche eingehe, umso wohler fühlt ihr euch dann hier. Und ich finde es auch nicht überhaupt schlimm, wenn ich euch mal ab und an solche Skins zeige. Deshalb würde ich sagen, Freunde, wir gehen jetzt hier direkt mal in den hier Sturzflug. Sieht auf jeden Fall schon mal von hier richtig geil aus. Also ohne Witz, der Charakter an sich gefällt mir. Könnte eventuell sogar mein Lieblingscharakter jetzt sein im Moment. Aber wir werden nochmal schauen. Also ich muss nochmal gucken, wie genau das Ganze aussieht. Aber Leute, wir müssen real sein. Der Gleiter ist ja mal richtig geil. Schaut mal, Freunde, vorne kommen diese ganzen Flammen, einfach aufgrund dessen, weil da ja angeblich treten wir ja in die Atmosphäre ein, aber deswegen sieht der schon richtig geil aus, Alter. Und die Spitzhacke, Leute, beim Schlagen leuchtet die, achtet mal auf die Spitzhacke, sieht richtig lecker aus. Alter, Leute, ohne Witz, richtig, richtig geil. Bin übelst überrascht von dem ganzen Skin, also gefällt mir mega. Klar, die Geschmäcker unterscheiden sich jetzt hier an der Stelle bestimmt, aber ich finde den mega cool. Also der Charakter auch an sich sieht auch richtig entspannt aus, Alter. Richtig geil, Freunde. Ich denke, den kann man auch gut mit weiteren coolen Sachen kombinieren, wie beispielsweise so ein schwarzes Ritterschild oder sowas oder einfach noch ein paar Rückenaccessoires von den noch geleakten Skins, wie beispielsweise von der Omega-Frau den Rucksack. Da kann man auf jeden Fall die ein oder anderen coolen Sachen miteinander kombinieren. Und dann, Freunde, soll es aber auch schon hier mit dem Video gewesen sein. Lasst mir doch gerne mal einen Daumen da. Dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Herz gebt, beziehungsweise, Freunde, abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Und damit würde ich mich dann auch schon verabschieden und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Also, Freunde, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps. Ciao.